Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Little Big Workshop. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das denn hinhaut mit dem Katapult. Wir haben ein bisschen Geld angespart, aber wir brauchen natürlich noch viel mehr, dass wir vernünftige Produktionsstraßen schaffen können. Vor allem, es gibt ja hier noch so viel, was wir im Grunde hinzukaufen können an Land. Und irgendwann wird es auch wichtig sein, dass wir sogar noch eine zweite Anfahrtzone hierher machen, wenn wir recht viel produzieren. So, jetzt holen wir uns erst einmal hier die 2200 und würde ich sagen, planen wir gleich nochmal einmal. Ich glaube, das müsste 9 Minuten, Warteschlange 9 Minuten. Na dann, ab hier. 10 Mal, machen wir. Los geht's. Dann würde ich aber sagen, machen wir gleich nochmal einen. Solange das nämlich jetzt halt hier im grünen Bereich steht, würde ich sagen, ist das nicht verkehrt, ne? So, da könnte ich jetzt halt allerdings sagen, nehmen wir dann die andere. So, weil dann kann das nämlich gleichzeitig laufen. Perfekt. So, ja, du brauchst einen Kaffee, ist in Ordnung, geh und trink. So, jetzt kriegen wir erst einmal wieder Geld. Schwapp, schwapp. Ich bin mal gespannt, ob ich die Tische irgendwann verkaufen kann oder ob ich sie verschrott. Weil eigentlich nehmen die Dinger mir ja nur Platz weg, ne? Ich könnte mal ganz kurz hier wieder reingehen. Das war irgendwo beim Menü. Da war es, genau. Und zwar quadratischer Tisch. Der hier, den tue ich jetzt verschrotten. Alle quadratischen Tische für 1020 verkaufen. Ja, mach mal! Ja, cool. So kriegt man sein Lager auch leer und man bekommt noch ein bisschen Geld dafür. Das ist doch cool. Perfekto. So, da bin ich natürlich schon sehr gespannt drauf, ne? Das ist klar. Jetzt gucke ich mal die ganzen Maschinen nochmal durch. So, zum einen, wie ist es bei der? Die läuft noch optimal. Die Säge könnte eine Reparatur vertragen. Die Säge braucht es noch nicht unbedingt. Der Tisch, perfekt. Baustationen, jawohl. Die passt, die passt. So, und wie ist es bei denen hier? Passt noch? Passt noch? Könnte. Könnte mal repariert werden, das ist okay. So, die sind, glaube ich, auch noch in Ordnung, ne? Ja, und wie ist es damit? Mit der Farbenstation? Ist auch in Ordnung. Ja, cool. So. Was auf jeden Fall interessant wäre. Ein weiterer Ausbau hier. Ich würde gerne ja auch hier vorne was hinbauen, dass wir da so eine Art Ablieferzone oder sowas haben. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich erstmal hier nochmal erweitere um einen Raum. Zack. Und dann würde ich sagen, mache ich hier die Wand weg. Das sind 5940. Oh Gott. Wow, das ist natürlich schon hart, aber ich behalte es jetzt mal so drin. Weil wenn ich jetzt die Tische dann verkaufe, gibt es wieder Geld. Falsche Tasten. Ich mache mich mal wieder weg. Das ist, glaube ich, immer besser. So, genau, ihr könnt eine Pause machen, euer Akku ist leer. So. Tische. Los, werdet fertig. Jawohl, Markt öffnen. 3100, perfekto. Dann würde ich sagen, sobald es dann geliefert ist, baue ich aus. Bestellen, gut. Dann haben wir nämlich immer noch Geld. Dann möchte ich nur natürlich nochmal eine Wand hier reinziehen, wenn ich dann... Wenn ich dann soweit bin mit dem Ding. So, du kommst nämlich dann da hinten hin. Zack. Und da soll dann auch nochmal eine zweite Maschine hin. Das ist Farbenmaschine oder was das ist, ne? Streichstation. Da kann man Streiche machen. So. Nähstation. Streichstation. 1560. Dann hätten wir nämlich zwei Stück. Die muss ich auch gleich kaufen.
Jawohl. Dann habe ich natürlich das Lager auch für das Ding hier. Aber ich glaube, da mache ich separates Lager. Warte mal, wir machen zum einen Deko. Und zwar sind die Pflanzkästen nicht schlecht. Muss ich natürlich warten, bis ich wieder Geld habe, ne? Zack. Mache aber dann gleich nochmal einen. Weil das ist dann doch vom Feeling her, ne? Plus 20, die machen minus 10. Ist das schon ganz gut. So, dann würde ich auch gerne noch ein Schaltpult nehmen. Kann ich jetzt natürlich da nicht herstellen, weil die den Boden noch nicht fertig haben. Könntet ihr mal bitte? Dankeschön. So, dann kommt da ein Schaltpult hin. 1300. Wir müssen jetzt natürlich warten, ne? Das ist klar. Ich weiß, dass ich im Minus bin. Das brauchst du mir da nicht anzeigen. Wir könnten mal die Enten vielleicht nach oben schieben. Und dann müsste ich noch mal ganz kurz gucken wegen den Werkbänken, ne, dass mir die kaputt gehen. Das möchte ich, darf auf keinen Fall passieren hier. Die passt auch noch. Wie ist es mit der hier? Passt, passt, passt. Und die Montagestationen passen auch. Gut. Super. So. Was ist damit? Die sind auch noch okay. So. Ich lasse natürlich wieder auf Hochtouren laufen, ist klar. Es war natürlich jetzt eine Big-Ausgabe, ne? Das ist klar. So. Liefern lassen. Gleich vielleicht, wenn es möglich ist, nochmal einen neuen Auftrag machen. Obwohl der Preis runtergeht, ne? Warte mal, wie ist es denn damit? 428. Da könnte ich vielleicht nochmal planen. Oder besser gesagt, das ist geplant, ne? Ne, dann warte ich noch ganz kurz, bis ich das Geld habe. Dann baue ich nämlich die Blumenkästen und die Schalltafel. Und dann kann ich nämlich das da gleich steuern. Jawohl. Nein, zu wenig Geld. Ach, verdammt. Außer ich mache natürlich erst einmal die da weg. Dass ich zumindest einen Blumenkasten wegnehme. So, bestellen. Dann weiß ich, dass ich ins Minus rutsche, aber es wäre wichtig. Zack und zack. So. Dann möchte ich gerne... Ah, die Katapulte brauchen lange. Definitiv brauchen die lange. Und ich kann jetzt halt auch keinen weiteren Auftrag annehmen. So, ich riskiere nochmal hier eins. Das da wieder hinstellen. Wo hapert's denn? Da wird zusammengebaut. Okay, das sind natürlich viele Bauteile, ne, die da gebraucht werden. Aber es wird jetzt eigentlich dann nur noch ausgebaut. Jawohl. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So, das schiebe ich mal jetzt ganz kurz darüber. Dann kann nämlich da noch jemand zusammenbauen. Yes, wir haben schon zwei. Perfekt. Die Dinger sind ja riesig. Aber 8500, das lohnt sich definitiv, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall. Ah, da brauchen wir aber allerdings einiges an Geld. So, holt mal ab, Leute. Dann kann ich nämlich nochmal so einen Auftrag machen. Liefern. So, erst einmal die Dinger weg. Jawohl, dann können wir die Pflanze noch bestellen. Und dann können wir hier gleich auftragsmäßig Mittel, dieses Ding hier.
Ich weiß, dass es runtergeht, aber wir nehmen auf jeden Fall recht viel ein. So, von daher, ich nehme mal nur 2 Stück und los. So. Solange wir noch das Geld drin haben. 1048. Dann lieber den da, ne? Produkt planen. Das müsste ja alles eingestellt. Ne, es ist noch nicht eingestellt. So, den hier. Das da. Okay. Die müssen wir jetzt halt alle neu einstellen. Doch, das passt schon. Das da. Das da. Gut. Dann schmeiße ich natürlich alle Bretter wieder zusammen in einen. In einen Strang. Zack. Das da ist separat wieder. Hier. Dann haben wir die Klebesachen. Dahin. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich da nochmal klebemäßig was machen würde. So. Ach, hier. Okay. Und dann haben wir das da und das da. Mit dem hier. So, einen Schrank. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall 3 Stück. Es dauert nämlich nicht zu lange, aber... passt schon. Aber wir müssen trotzdem irgendwas Kleines noch mitmachen. Aufgabe, ein Pferd. 2 Tage, 3 Stunden. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht schlecht, ne? Weil wir können das hier hinten hinpacken. Das hier vorne hinpacken. Und das da kommt natürlich da hinten hin. Zack. So, dann würde ich sagen, einmal los bitte und ganz nach oben. Ja doch, das ist doch nicht schlecht, oder? Das ist doch nicht schlecht. Dann könnte man hier zum Beispiel die... da könnte man nochmal eine Zone hier machen. Und zwar dann eben nur für diesen Bereich hier. So. Das ist die Zone für die 2 Dinge. Dann könnte ich aber auch, warte mal, hier das vielleicht nochmal um, machen wir mal um 2 breiter. Und dann stellen wir die Maschinen hier, eine hier hin. Und die andere stelle ich hier daneben, also auf die Seite. Zack. Dann gehe ich nochmal in Renovieren und ziehe hier im Grunde eine Wand. Weil dann ist nämlich der Raum schon mal nicht zu groß. So, dass die Wege kurz sind. Die Tür dahin. So, das kostet mich 510. Alles klar. Bestellen. Und rennen lassen. So, dann brauchen wir aber trotzdem nochmal ein Schaltpult. Oder habe ich für die... Ne, für die Maschinen habe ich noch nichts. Eine Schalttafel. Die könnte ich zum Beispiel... Ja, die stelle ich da daneben. Fertig. Zack. Einmal bestellen. Und da machen wir nämlich jetzt halt die 2 Kunststoffpressen hin. Perfekt. Dann kann jeder Auftrag nämlich da drüber laufen. Das ist gut. So. Die Zone hier können wir weghauen. Dann würde ich sagen, diese Zone machen wir zwar als Expresszone, aber die verschiebe ich. So. Und zwar dahin. Dann mache ich dieses Regal an die Wand. Ach, das geht nicht.
Warum geht es nicht? Oder warte mal. Da kann ich es auch nicht. Warte mal. Ich stelle es da hin. Zack. Machen wir das um eins kleiner. Passt. So. Diese Zone hier kommt weg. Einmal die kann ich eigentlich um zwei größer machen. Ja, die machen wir um zwei Felder größer. Das ist, glaube ich, besser. So, die Tür. Nee, nicht abreißen. Ich will da höchstens nochmal eine, dass die Wege kürzer werden. So, und die kostet nämlich auch nur 100. So, schauen wir mal, das Bauteam ist da. Super. So, ich finde es irgendwie total putzig, das Game. So, oh, warte mal, wir können doch nochmal eine Schalltafel hier wieder. Können wir doch auch mit dazu packen. Dass sich das auch lohnt. Ja, und die Bretter sind schon um einiges schöner aufgehoben da, ne? So, das ist die Expresszone. Ist wunderbar. Wunderbar. So, da machen wir vielleicht noch eine Pflanze mit hin. Zack. Bestellen. Gutes. So, ich lasse mal wieder rennen. Gut, dann wollte ich die Enten nochmal machen, ne? Oder irgendwas anderes, Basic-mäßiges. 244, das wird beeinflusst. Das da. Produkt planen. Jetzt kann ich nämlich, doch, das bleibt schon das. Aber das da und das da kommt jetzt natürlich hier rein. Das da und das da kommt in diese hier rein. Ja gut, und das da ist ja sowieso dann in der Montagestation hier hinten. So, 5 Stück. Ich würde sagen, legen wir los. Und ich mache gleich nochmal einen mit 5. Zack. Ich glaube, das ist ganz gut. Hier hinten könnte ich eigentlich auch noch Montagestationen hermachen, ne? Das wäre nicht schlecht. Separate Montagestationen. Statistiken für einen Arbeitsplatz. Warte mal, was haben wir denn da? Das ist die Maschine. Wir könnten... Irgendwo haben wir doch so eine Leimmaschine. Die macht nur Löcher. Die stemmt. Wo war denn die? Da, die hier, ne? Klebestation. Was ist das da? Das ist die Metallstation. Klebestation könnte man vielleicht auch nochmal machen. So, was war das jetzt für Ping? Oh, die gehen nach oben. Okay, dann lasst uns mal dieses Produkt planen. Haben wir mehr Profit, ne? So, wir machen das da und das da. Natürlich zur Säge hinter. Das da bleibt hier beim Biegen. Und das da und das da kommen natürlich hier auf die Station. Zack. Gut. 5-mal würde ich sagen, das passt nur. Einmal los. Dann haben wir eigentlich jetzt an Zeug, was wir jetzt gerade fertigen. Das ist schon nicht schlecht. So, aber trotzdem würde ich sagen, Montagestation wäre natürlich besser, wenn wir da noch welche hätten. Tischlerstation, hier Montagestation. Und zwar hätte ich da nochmal 2 reingestellt. 2000 kostet die. Okay, dann mache ich da einmal. Dann brauche ich da aber trotzdem auch ein Schaltpult. Weil ich nämlich das dann verbinden werde mit diesem, mit dieser Arbeitsstation und ja, mit noch einer, die ich dann da herstelle.
So, ich lasse mal wieder schnell laufen. Wahrscheinlich rutschen wir jetzt ein bisschen ins Minus. Das kann durchaus sein. Allerdings, wir könnten ja auch nochmal einen Arbeiter einstellen. Ne? Machen wir jetzt halt mal. So, kann ich nochmal jemanden... Nein, kann ich nicht. So. Dann könnte ich... Katapultdraht. Holzplatte, Holzplatte. Du, du, du. Die da war's. Die da war's. Genau. Da könnte ich... teilen auf zwei. Und die zwei schiebe ich dann mal darüber. Dass da drüben auch was gemacht wird. Ja, sobald das nächste Level abkommt, muss ich auf jeden Fall den Bau machen, dass ich mir noch Grundstücke aneignen kann, die da ringsrum sind. Oh, liefern. Habe ich gar nicht gesehen jetzt. Gut, die Wege sind kurz. Das ist die Hauptsache, ne? Jawohl. Aber nur 2000 bekommen, ne? Das ist schon... Aber Level Up, ey! Crazy Steve Enterprises hat ein Level Up bei mir bekommen. Und wo bin ich jetzt? Da. 11. Platz 11 ist gut. Ja, das ist gut. Inventar, das ist eigentlich auch okay. Ganz kurz mal auf Pause. Weil dann würde ich nämlich sagen, dass ich nochmal einen... Ach nee, warte mal. Das geht ja gar nicht. Ich wollte die nämlich jetzt als Presser oder sowas, ne? So, Rolle Bediener auf Holzspezialist Hochstufen. Du, du, du. Mache ich das oder mache ich es nicht? Ich glaube, ich warte noch. Komm, lass laufen. Ich muss noch warten, bis ich ein bisschen besseren Puffer habe. Ganz kurz gucken. Die Plastikpuppe, ne? Aktionswarteschlange. Die würde ich sagen, die weise ich hier hinten zu. Dann geht es nämlich auch schon mal ein bisschen schneller. Oh. Oh, oh. Das darf mir nicht passieren hier. Das wäre fatal. Alle Maschinen mal durchgucken. Die Sägen... passen eigentlich noch, bis auf die da. Die mache ich auch mal schnell. Die Säge, komm, mache ich auch mal. Tisch ist noch okay. So, wie schaut es da hinten aus? Der da könnte. Wie ist es bei denen? Ja, das passt schon. Dieser ist neu. Gut, lass uns wieder rennen. Das ist nämlich echt blöd, ey. Wenn da eine Maschine kaputt geht, dann dauert das immer so Ewigkeiten. So, aber wir haben einiges an Aufträgen laufen. Ne? Der da ist jetzt gleich fertig. Na komm. Und jawohl, liefern. Perfekto. Produkt planen. Da muss ich nochmal schauen. 3646 für die zwei Stück, ne? Ups. So. Damit gab es Geld. Und damit würde ich sagen, mache ich dann doch nochmal eine Produktion von zwei Stück. Auch unbedingt Klebestationen. Ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Und eine Montagestation brauche ich noch.
Die wollte ich kaufen. So, einmal bestellen, weil das haut mir jetzt erst einmal das Geld noch gar weg. So, hier nochmal. Zack. Passt. Gut. Ja, es läuft. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Geld. Aber die Aufträge lassen natürlich jetzt ja da schon darauf schließen, dass wir demnächst Geld haben werden, wenn ich wieder alles gleich verballere. Ich glaube, der Raum ist ganz positiv, ne? Wir könnten mal schauen. Raumfensterliste. Lärm 42, Komfort, Laune 18. Hier haben wir minus 15. Das ist ganz gut. Da haben wir minus 102, ne? Ja, weil es auch ein riesiger Raum ist, ist klar. Wie ist es da? Minus 41. Warte mal, kann ich da nicht irgendwie auch was behelfen? Vielleicht auch immer so Pflänzle reinmachen? Wie wäre das? Dann ist nur noch Laune minus 1. Ah, wenig Credits. Aber die sind gleich fertig. Na komm. 4000. Yes. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ab mit dir? Jawohl, gut. Bestellen. Dann passt der Raum da hinten nämlich auch. Schon um einiges besser. So, der ist ja mit nichts verbunden, ne? Ich würde gerne dieses Ding woanders hinstellen. Ich könnte das eigentlich auch vielleicht da herstellen. Daneben eben noch mal eine von diesen Schalltafeln. So. Und dann machen wir eben dieses Ding hier, diese Metallstation. Und schauen wir mal, was die noch kostet. Metallstation. 2060 kostet die. Bestellen. Ja, wie gesagt, ich hau's schon wieder raus, das Geld, ne? So, dann kann ich hier gleich nochmal, zack, hiermit verbinden. So. Bevor das Geld ganz weg ist, gehe ich nochmal hier drauf. So. Habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich weiß es jetzt nicht. Die da. Und. Der da. So. Und da würde ich sagen, mache ich, wenn es geht, vielleicht gleich 10 Stück. Jo, es geht. Los. So. Markt öffnen, liefern. Und gleich wieder Geld reinkriegen hier. Ja, es läuft. Der Part gestern ist ein wenig lang geworden. Er war fast 40 Minuten. Ich hoffe, das ist angenehm für euch. Weil für mich verfliegt die Zeit ohne Ende. Wir sind jetzt auch schon wieder bei fast einer halben Stunde oder sind bei einer halben Stunde. Oh, wer ist denn das? Mein Konkurrent? Natürlich. Wie ich sehe, ist deine Firma größer als mein Haustierprojekt Sanguin Logistics. Nun ja, vielleicht wird es Zeit, dass ich deinem kleinen Betrieb mit seinen albernen Produkten ein Ende setze. Aha. Was hat er denn vor? Der Schnörpel. Wo sind wir? Wir sind auf Platz 11. So, das nächste Geld kommt rein. Genau, das sind die zwei.
Da könnte ich eigentlich auch, um das so ein kleines bisschen abzutrennen, dass wir da so eine Mauer ziehen. Geht nicht. Okay. Warum nicht? Vielleicht zu nah an der Tür. Also 5 Meter hier. 5,50 Meter da. Und dann noch eine Tür. Sollte doch eigentlich passen, oder? Nee, warte mal, abbrechen. Ja, doch, mir sagt es eigentlich schon zu, ne? Wenn wir da das ein bisschen einkasteln. Machen wir mal auf 7 Meter. Zack. Dann noch eine Tür. Zack. Wir bestellen das Ganze. Dann ist nämlich der Raum auch wieder nicht so groß. Wir können dann auch super mit einer Pflanze hier agieren. Und schon ist nämlich auch der Raum wieder ein bisschen besser. Jawohl, Laune 5. Perfekto. Machen wir wieder aus. ...1868 habe ich noch. So, den Raum würde ich halt auch gerne anders gestalten, ne? So, die Tischlerstation zum Beispiel. Oder generell die Tischlerstationen. Die würde ich gerne... Machen wir schnell. Los, zack. Die würde ich gerne da in Reihe stellen. Zack. Dich dann bitte da dagegen. Das sind ja die Baustationen, ne? Gut. Dann kommst du noch. Warte mal. Ach so, das ist der Lagerplatz. Okay, alles klar. Ich dachte jetzt, ist da noch eine Station? Wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4 Plätze, ne? 4. Dann würde da nämlich nochmal eine hingehen. So, dann können wir dekomäßig vielleicht hier nochmal ein Pflänzlein hinstellen. Bestellung. Jawohl, Markt öffnen, liefern. Ja, dann kann ich nämlich da nochmal so eine Tischlerstation vielleicht herstellen. Weil die sind halt doch, ja, ganz gut. So, ich gucke jetzt mal noch ganz kurz die Stationen durch. Das passt. Das passt. Könnte aber eigentlich auch das hier machen, ne? Reparieren. Dann werden wahrscheinlich beide repariert, oder? Ja, genau. So, 78. Reparieren. Ja, wenn wir erst einmal ein bisschen weiter, 97%, da brauche ich nichts reparieren. Wenn man erst einmal ein gewisses Level erreicht hat, dann kann man das durchaus machen. Jeden Fall reparieren. 84%. Wird jetzt erst einmal alles repariert. Das ist 100%. Das passt. Das passt. Das passt eigentlich auch. Na komm.
Wo muss es hin? Okay, super. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne auch Kommentare da. Und dann täte es mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und in der Hoffnung, dass ich dann wirklich hier mal Skyrocket-mäßig nach oben gehe mit dem Umsatz. Weil wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was, dass wir auch noch mehr Zeug herstellen können. Gut, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst Kommentare da und dann täte es mich freuen, wenn ihr dabei seid beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.